Ja, herzlich willkommen aus Lissabon, aus dem Parque Eduardo VII. Hinter mir seht ihr die vielen tausend Jugendlichen, die sich jetzt vorbereiten auf den Kreuzweg mit dem Papst. Um 18 Uhr kommt er und dann beten die Jugendlichen den Kreuzweg. Im Mittelpunkt steht auch das Weltjugendtagskreuz. Und ihr seht, wie die Jugendlichen sich schon einstimmen. Es ist sehr heiß hier, manche schützen sich, andere sind sehr mutig. Und hier im Hintergrund seht ihr auch die Bühne. Dort wird der Papst dann sein. Aber über dieser Bühne, und das ist auch etwas Besonderes, fliegen immer wieder Flugzeuge. Also das heißt, man kann vom Himmel sozusagen aus beobachten, was hier abgeht. Und die Freude dieser jungen Leute ist unbeschreiblich. Kreuzweg, heute ist Freitag, ein Tag, an dem wir an den Tod Jesu denken. Aber heute ist auch der Tag des heiligen Pfarrer von Ars, der Pfarrer, der in Ars in Frankreich, in der Nähe von Lyon, als Seelsorger gewirkt hat und ein Beichtvater war. Der hat manchmal 8, 9, 10 Stunden Beichte gehört. Heute haben die Jugendlichen auch diese Möglichkeit gehabt zur Beichte. Sie sind sogar beim Papst gewesen und haben gebeichtet. Das Thema heute ist Barmherzigkeit, und Barmherzigkeit hat etwas immer mit Verzeihen zu tun, und Gott verzeiht uns, was bei uns nicht gut läuft. Also alles Gute euch, und wenn ihr heute einschaltet, um die Übertragung zu sehen bei EWTN oder bei anderen Social Medias, dann freue ich mich, wenn ihr nicht nur äußerlich dabei seid, sondern auch innerlich. Alles Gute euch und bom dia!